So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, beziehungsweise eine Folge Ramses Kitchen. Hier liegt ein Brötchen, das brauchen wir nämlich jetzt für den heutigen Test. Der Adi hat nämlich eingekauft, wie ihr seht, und er hat uns eine ganze Platte Würstchen mitgebracht. Und die sehen verdammt gut aus. Hier gibt es nämlich einmal die Snagit Cabanos Extreme Jalapeno. Die sehen einfach wirklich richtig genial aus. Ihr habt hier in den Würstchen irgendwie das grüne Jalapeno noch drin. Dann haben wir einmal die Cabanos Extreme Piri Piri. Da ist in den Würstchen noch das rote drin. Die sind very hot, die anderen sind nur hot. Und dann habe ich gesehen, das ist ja auch von Snagit. Fake Story Snack. Auch mit Piri Piri, aber irgendwie vegan. Müssten vielleicht dann auch so scharf sein wie die, nur dass sie halt aus vegan bestehen. Wenn ihr auch vegan seid, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wir wollen die jetzt auf jeden Fall mal aufmachen, Stück für Stück, mal probieren. Und die zwei werde ich wahrscheinlich jetzt hier fürs Thumbnail in die Kamera halten. Die sind, nein Adi, nein! Die werde ich jetzt in die Kamera halten. Um diese zwei Prachtkerle hier geht es nämlich. Ich muss gestehen, ich habe letztens schon ein Tütchen davon mal aufgemacht, weil die waren irgendwie in der Werbung im Netto. Ich ein Tütchen aufgemacht, habe das probiert. Das waren die besten Würstchen. Ich weiß nicht mal, was man dazu sagt. Cabanossi, Sticks, irgendwas. Das waren auf jeden Fall die besten Teile, die ich je gegessen habe. Und heute ziehen wir uns einfach alle drei rein. Wir tun die jetzt mal hier rüber. Wir tun die auch mal darüber. Wir fangen jetzt mal an mit Extrem Jalapeno. Einmal öffnen bitte. Das hat hier, kannst du schön aufziehen. Dann kannst du hier so reingucken, ne? Ungefähr so. Adi, guck. Ich muss es nochmal zeigen. Adi, guck. Adi, riech. Riech. Ihr müsst immer scharfe Würstchen kaufen, weil die Katze, die isst euch sonst alle Würstchen weg. Wenn die Würstchen aber scharf sind, dann lässt die Katze die Würstchen in Ruhe und es bleibt mehr für euch. Und guckt ihr euch mal an, wie schön dünn die sind, ne? Und die Katze isst. Ja, genau, wie er weggezuckt ist. Guck. Der kann keine Wurst essen. Adi, du isst die doch nicht, oder? Nein, du isst die nicht. Adi, nein, gib die Wurst her. Hey, eben bist du noch zusammengezuckt. Okay, wirklich, ich glaube, wir können die doch nicht so zu der Katze hintun. Wir können es sogar so tun, wenn ihr mit dem Essen spielen wollt. Die werden wir jetzt mal probieren. Die ist so lecker, die ist so saftig. Die ist so ohne Katze dran. Mmh. Und die sind auch nicht so staubtrocken. Die sind wirklich, wenn du hier reinguckst, sind die innen drin grün. Ich sehe das Grüne hier drin. Ich weiß gar nicht, wo ich hinhalten soll. Und dann esst ihr die so Stück für Stück da rein. Und dann schmecken die plötzlich anders, als ich sie in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich gar nicht die Jalapeno probiert, sondern nur die Piri Piri. Die haben auf jeden Fall eine sehr schöne Konsistenz. Die wirken ein bisschen fettig. Die bringen eine gewisse Würze mit, aber nicht zu scharf. Sie sind auch nicht zu trocken. Die sind einfach, ich glaube, das sind trotzdem die besten, gängigsten Snackwürstchen, die man so essen kann. Da braucht ihr nicht mal ein Brötchen dazu oder irgendwas. Normal kaufen sich die Leute immer Knacker und dann essen sie ein Brötchen dazu. Jetzt habe ich mir extra ein Brötchen gekauft. Ich finde sogar, wenn ihr die so esst, ohne was dazu, einfach nur so rein schnabulenzt, dann sind die auf jeden Fall richtig nice. Trotzdem habe ich irgendwie was anderes in Erinnerung. Das heißt, wenn das andere die Piri Piri waren, die ja auch schärfer sein sollen, die natürlich auch eine ganz andere Note haben, dadurch, dass es ja eben keine Jalapeno sind, müssten die sogar nochmal übertrumpfen. Genau, die riechen so. Die riechen nämlich, den Geruch habe ich in der Nase, der Geruch, das riecht genau wie Carazza, Beefy Carazza. Ihr kennt bestimmt alle Carazza. Das heißt, die Piri Piri sind die, die ich letztens irgendwo aus Versehen mal probiert habe und fand die so gut, dass ich mir ganz viele Packungen geholt habe von Jalapeno und von Piri Piri. Wir probieren also auch mal die. Wenn ihr hier reinguckt, müsste eigentlich auch was Rotes sein. Statt was Roten ist einfach nur ein Hohlraum. Adi, nein. Was ist Carazza für Katzen? Carazza für Katze.
Ja. Die schmecken wirklich nochmal komplett anders. Ich habe, glaube ich, sogar noch Piri-Piri-Gewürz da, was ich noch nie benutzt habe. Aber wenn das das ausmacht, dass das so einen Geschmack hat, dann feiere ich das auf jeden Fall. Und ihr könnt einfach wegschnecken. Ihr braucht eigentlich gar nichts dazu. Im Netto gefunden, in der Werbung von Snacket Cabanos Extreme Piri Piri. Das Komische ist, mir kommen sogar die Jalapeno irgendwie ein bisschen schärfer vor als die Piri Piri, obwohl auf der Verpackung natürlich hier hot steht und hier very hot. Also eigentlich müssten die schärfer sein, sind sie aber nicht. Die sind sogar noch ein bisschen milder. Aber haben halt eher diesen Tomaten-Paprika-Geschmack nochmal so richtig drin. Wie es eben von Carazza kennt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Weil das ist ja auch Piri Piri. Das müsste also eigentlich den gleichen Geschmack haben wie die Tütchen, die wir hier eben hatten. Nur, dass das vegan ist. Das heißt, entweder schmeckt es jetzt richtig gut oder es schmeckt einfach nach gar nichts. Aber wenigstens sauber, dass wir diesen Original-Geschmack und Vergleich haben. Auch nochmal mit Piri Piri. Hier werden wir auch die ganzen Würste auf den Teller schmeißen. Die können wir nämlich nicht wieder verschließen. Da ist jetzt nicht so ein Zippel oben dran. Hier könnt ihr auch was basteln draus. Sieht jetzt aus wie Salzstangen, weil die so dünn sind. Und bin ich mal gespannt. Die sehen auf jeden Fall ein bisschen trockener aus. Sehen sogar noch dünner aus und noch drahtiger. Naja, das sind auch die schlechtesten, also es schmeckt wirklich wie ein Häufchen Elend, also eine Schaufel voll Erde. Wie schmeckt Erde? Genau so. Ist ja gut gemeint. 100% plant-based, Piri-Piri, High-Protein, Source of Vitamin B12 und Iron, vegan. Sieht gut aus auf der Verpackung erstmal, aber ist nicht wieder verschließbar. Musste mit einmal essen. Ist trotzdem ein bisschen scharf. Ist, glaube ich, schärfer als die Piri Piri hier in dieser Tüte, diese eingeschlossenen. Aber ist total trocken. Hat so einen extrem muffigen Geschmack. Da merkst du wirklich richtig, dass das nichts mit Fleisch zu tun hat. Also, das hat mich nicht so überzeugt. Ich glaube, da muss ich mir wahrscheinlich sogar ein bisschen Ketchup oder irgendwas drauf machen oder irgendeine Soße, dass das nicht so trocken ist. Denn dieses trockene Brötchen, diese trockenen Wurst, ist eine total komische Kombination. Wir probieren es aber mit Brötchen. Und die mit Brötchen schmecken auf jeden Fall dann wieder ein bisschen besser, weil dieser frische Geschmack und dieses Knusprige von dem Brötchen noch dazukommen. Du dadurch nicht dieses Muffige hast und nur merkst, dass du auf irgendwas rumkaust, was eine Wurst darstellen sollen, aber zum Alleine-Essen würde ich die jetzt nicht empfehlen. Mein Favorit also aus dieser Sendung, immer noch von Snacket, Cabanos Extreme, Piri Piri, wieder verschließbar, schmeckt wie Carazza, nur viel schärfer. Kann ich empfehlen, wenn es die noch irgendwo gibt, wenn ihr die seht oder wenn ihr die kennt. Kennt ihr die? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr die seht, probiert die mal. Ich finde auch das Design von der Verpackung sehr ansprechend. Hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, gleich einen ganzen Vorrat anzulegen. Die waren, glaube ich, mal in einem Fanpaket. Ich weiß jetzt aber nicht mehr von wem genau. Ich werde natürlich gegessen. Habe eh noch nichts gegessen. Das putze ich jetzt hier alles weg. Und ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi, guck, der Adi, der will auch die Piri Piri. Der will nichts anderes. Oh ne, jetzt will er die Jalapeno. Jetzt will er doch die Piri Piri. Adi, wieso nimmst du nicht sowas hier? Moment. Adi, guck, nimm doch sowas. Das ist nicht scharf. Beiß mal ab, probier mal. Und? Oder doch? Oder nicht? Was ist es jetzt? Ne, ich glaube, Adi schmeckt es auch nicht. Der beißt nur ab, aber dann lässt er das wieder runter, weil er sagt, da ist gar keine Wurst drin, verarscht mich hier. Naja, egal. Füttert eure Katze auf jeden Fall nicht mit solchem Mist, das ist nicht gesund. Nicht nachmachen, außer für euch selber. Und ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.